wenn ich es nicht verbocke, kann man dann auch einen Gegenstand nehmen, wie zum Beispiel die Peitsche, dann lässt er den Hut einfach fallen. Da finde ich besser, da ich finde, dass Indy ohne Hut in dem Spiel einfach besser aussieht. Deswegen mache ich das immer, wenn ich es nicht vergesse. Mache ich es halt. Ja, das ergab jetzt Sinn. Wir haben volle Flasche, aber unser Leben war nicht voll. Wir haben also die Flasche aufgefüllt und unser Leben hat sich stattdessen aufgefüllt. Oh. Und nicht die Flasche. Das ergibt natürlich vollkommen Sinn. Aber, naja, gut. Es wäre ein bisschen umständlich, wenn man zuerst trinken müsste und dann erst die Flasche auffüllen müsste. Okay, da ist jemand mit einer Shotgun. Ist das eine Shotgun? Ich kann das so schlecht erkennen. Das ist so alles so ein bisschen verpixelt hier. Ist nämlich kein Anti-Aliasing in diesem Spiel. Gibt's nicht. Man kann übrigens Gegner auch mit der Peitsche angreifen. Verdammte Moskitos! Moskitos. So, wie greife ich dich an? Ich glaube, ich will dich töten. Ah, okay. Och, scheiß Thunderbird, was ist denn jetzt kaputt? So, alle Kacke. Ah, so, mir hast du jetzt alles ausgemacht, was irgendwie im Let's Play stören könnte. So, diesen Sprung da habe ich schon sehr oft verkackt. Diesmal nicht. Mohaha. Denn ich bin ja jetzt auch schon sehr viel größer. Sehr viel größer. Das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, war, glaube ich, als ich 11 war oder 12. Ah. Ich weiß nicht. Aber ich liebe dieses Spiel dennoch. Auch wenn es ziemlich viele Bugs hat. Also Bugs nicht, aber Steuerung halt, ne? Steuerung. So gefällt mir das schon besser. Naja. Ja, hier, Schurfländer, yay. Und ja. Deswegen. Die Steuerung von diesem Spiel ist halt nicht sehr gut, aber ist auch nicht sehr schlecht. Wie ich mich auf der Turm von Babel freue. Auf das Let's Play. Ich glaube, ich LP das direkt nach dieser Aufnahme, weil ich brauche das Spiel einfach. Das ist so geil, der Turm von Babel. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass irgendwie... Das war übrigens eine Falle, von der ich schon wusste. Deswegen bin ich einfach gesprungen. Das Spiel ist einfach nur so geil. Ich kann nichts anderes sagen. So, das ist einfach so geil. So, wir schwimmen. Ach, Indy, schwimm doch mal richtig. So, wie man es in der Schule lernt. Und nicht so, wie man es in der Schule eben nicht lernt. So, hier hoch. Ach, übrigens, menschliche Gegner sind nicht die einzigen Gegner in diesem Spiel. Wer es nicht kennt, wollte ich nur mal anmerken. Da vorne gibt es einen Schalter. Ja, benutzt mal mit E, hätte ich ja nie gedacht. Jetzt kommen da allerdings zwei Leute. Diese Musik werden wir auch noch öfters hören. Dafür zahlt von Beck nicht genug. Das geht? Ah ja, okay, so. Schnapp die neue Jungs! Nicht gut? Geh doch mal von der Deckung weg! Junge, was soll das denn? Hallo? Er möchte nicht von der Deckung weggehen. Ah, klar, das war's. Oh, keine Munition mehr. Scheiße. So, nachladen. Es gibt natürlich maximal zwei Schuss in dieser Gun. Und... Ach du Kacke, habt ihr alle so wenig Munition dabei? Was soll das denn? Eine Sauerei ist das. So, da gehen wir am besten nicht hin, denn sonst sind wir wieder am Anfang. Sondern wir verlassen das Level. Aha. Hallo. Willkommen im Level der Unglaublichkeit. Was? Egal. So. Lala, lalala. So kann man Gegner übrigens auch töten. Ja gut, wenn dann noch einer kommt, kann man das nicht mehr. Es dauert übrigens ewig. Den anderen bitte auch mal anpeitschen. Ja gut, lassen wir das? Nein. Tu das nicht. Nee, tu das nicht. Ist doch rassistisch. Ist doch voll der Kannibale. Ha, und? Und noch einer, was? Einer weg. Bleiben noch zwei. Nicht gut.
du das nicht. Ich glaube, wenn man beide Maustasten gedrückt hält, dann blockt man. Weiß aber nicht. Nee, anscheinend doch nicht. Okay. Wie blockt man? Schlecht? Ja, ich bin bewusstlos. Die greifen nicht mal an. Schlecht. Boom. Ah, ich habe ihn gekontert. Das geht auch. Unglaublich. Okay, so geht's nicht. So auch nicht. Schlecht? Lass es sein. Lass es sein. Böser Moskito. Moskito? Böser Gegner. Warum läufst du denn hinter mir her? Das finde ich aber nicht gut. Machete nehmen. Ha! Ha! Lass das sein, böser Mensch. Böser, böser Moskito. Böse, böser... Wie? Elfenbeinjäger? So nennen sie sich, Elfenbeinjäger. Böser Elfenbeinjäger. Lass das sein, böser Elfenbeinjäger. Gotcha. So, machen wir mal alle Tiere putt. So, Schaufel. I love this game. Nee, ich möchte nicht an Fackeln angefackelt werden. An Fackeln gewähren. Aber ich hole mir mal besser ein bisschen was von Leben und so. Die Sache mit dem Leben wird völlig überbewertet, aber egal. Nehmen. Ach, die Schaufel kann ich eh gleich wieder wegwerfen. Ich glaube, ich muss da hinten nämlich Peitsche benutzen. Gleich werden wir es wissen. Ja, muss ich. Okay. Dann schmeiße ich sie jetzt schon mal weg. Wuhu. Keine Ahnung, wo Indy übrigens wieder einen Hut her hat, aber egal. Das war beinahe zu weit. Wow. Das war beinahe auch zu weit. Springe. Ach so, ja. Jetzt machen wir mal Hangeln. Hangeln ist toll. Also wenn ihr hier von den letzten Part seht, dann könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass danach der Turm von Babel Videos kommt, denn ich habe gerade voll Lust auf dieses Spiel. Drücke die Leertaste, um wieder loszulassen. Ja, fehl, ich drücke die Leertaste, nichts passiert. Okay, es. Such diesen verdammten Amerikaner. Van Beck will seinen Kopf. Ja, Van Beck will seinen Kopf. Ja, Van Beck will seinen Kopf. Auf welcher Taste ist die perfekte Shotgun, Mann? Erst die Machete, dann die Shotgun. Moment. Gibt's da, kann man das in der Steuerung sehen? Nein. Nicht wirklich. Hm, blöd. Keine Ahnung, warum der Abwehrmodus übrigens Abwehrmodus heißt. Ich wehre dadurch nichts ab. Solange ich nicht auch noch irgendwie Angriffe konnte oder so. Ja, man kann mit der Peitsche Gegnern die Waffe aus der Hand peitschen. Wie das geht, das ist übrigens ein Flächenangriff. Boom. Nee, nix so. Nix so. Lass es sein. Peter Parker. So geht das. So, jetzt schnell die Machete nehmen. So. Ja, das war nicht schnell genug, Andy. Ach, die Steuerung. Besonders vom Menü. So vom Inventar. Ist sehr schlecht. Nix Peitsche nehmen. Hier, Machete nehmen. Ah, so schnell kann's gehen. Boom. Das Kampfsystem habe ich übrigens auch noch nicht wirklich verstanden. Die Gegner halten unmenschlich viel aus. Hier ist die Wand dünner. Wenn ich Sprengstoff hätte, könnte ich ein Loch in die Mauer sprengen. Oha. Okay, ihr habt's gehört. Wir brauchen Sprengstoff. Zwei Schüsse. Das reicht nur, um eins zu erledigen. Au. Nee, wirklich. Kann ich das? Ach, jetzt hab ich doch wieder. Wie viel Munition? Oh, geil. Das reicht. Um den Kerl zu töten. Was? Noch mehr? Nein.
Ja, jetzt reicht es nicht mehr, ne? Der hatte doch... Der hatte einen Revolver, Mann! Boah, jetzt verschwinden schon verdammte Waffen. Verdammte Bugs. Och, nimm doch nicht die! Nimm das, Yankee! Yankee? Du hast mich als Yankee beleidigt? Ey, gleich gibt's auf die Fresse hier! Das geht ja mal ja nicht! Wie die Machete? So! Aufs Maul! Niemand beleidigt mich als Yankee. So. What the hell? Übler Leck. So, was gibt's denn hier? Hier gibt es Schrumpfpatronen. Yay. Ja, erinnert irgendwie überhaupt nicht an Tomb Raider. Leider. Ich meine, Tomb Raider hatte man mit der Pistole und Heli-Schuss. Boom. Ja, boom. Ist doch schön. Boom. Boom ist toll. So. Was machen wir mit Boom? Boom machen wir hier dran. Entdeckung! Oh mein Gott, Entdeckung! Das war jetzt voll die geile Explosion. Das waren die geilsten Effekte ever. Und nächstes Level. Leid. Hallo. Ich bin Indiana Jones. Was macht ihr denn hier? Leute. Einen Hebel. Oh, den hätte ich vielleicht noch nicht drücken sollen. Ah nee, ich kann gar nichts anderes machen. Okay. Denn hier gibt es einige Feinde. Vielleicht soll ich die Schrot da mal ausprobieren. Funktioniert perfekt. Perfekt. Die sind ja auch gar nicht tot. Gut, sie funktionieren nicht perfekt. So, funktioniert doch perfekt. Oh ne, jetzt funktioniert sie doch nicht mehr perfekt. Wo kommen die alle her? Das Spiel denkt wohl, ich fände das gut. Wer? Böser Yankee. Böser NPC. Lass das doch sein, Mann. Es reicht. Es reicht gleich, echt. Ja gut, mach mal halt einen Faustkampf. Leck mich. Ah, boom. Hass davon. Mohaha. Irgendwie habe ich das Gefühl, Faustkampf ist einfacher als Machete. Bisschen trinken. Denn trinken ist gut. Viel trinken muss man am Tag. Ah, was ist denn das? Revolvermunition. Das ist doch schön. Hier ging's lang, oder? Nein. Da oben ging's auch nicht. Ah, hier. So. So. Jetzt. Wow. Das geht nicht kaputt, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier war ein Feind. Habe ich jetzt in Erinnerung. Da! Sag ich doch. Meine Erinnerung trügt mich nicht. Boom. Boom. Das macht viel mehr Spaß. Ja, Machete für den Arsch, Mann. Faustkampf ist viel geiler. Viel einfacher. Okay. Darunter war eh was, aber egal. Hier kann ich nicht lang. Nein, dahinter ist aber was. Will ich haben. Ja, man soll wohl hier runter. Ah, da ist ein Hebel. Lass mich raten, er öffnet die Tür. Wow. Naja, ist ja auch nicht Tomb Raider, ne?